Hallo und herzlich willkommen zum Online-Kurs der Bremer Gitarrenschule. Das war das Lied Ringlein, Ringlein und das möchte ich euch heute zeigen. Ihr habt im letzten Videoclip eine neue Technik gelernt, und zwar den dreistimmigen Anschlag. Ich hoffe, ihr seid gut klargekommen, dass immer der Daumen mit dem Mittelfinger gleichzeitig anschlägt und der Zeigefinger dann immer die G-Seite dann hinterher anschlägt. Ja, Ringlein, Ringlein, Nummer 170 im Buch. Wir schauen uns zunächst nur die Melodie an, ohne diese Mittelstimme, dieses G, was immer dazwischen gespielt wird mit dem Zeigefinger. Also erstmal nur die Melodie. Das sind immer diese zweistimmigen Töne, also C, C am Anfang, dann C, E. Im zweiten Takt haben wir G und D, das haben wir auch im letzten Videoclip geübt. Und wieder C, C. Dritter Takt ist C, E. Jetzt kommt wieder C, G, also C bleibt stehen und der hohe Ton G, der vierte Finger, greift das G. Im letzten Takt der ersten Zeile F mit der D-Seite. Und das C gegriffen mit der E-Seite. In der zweiten Zeile haben wir wieder C und das hohe G. Jetzt rutscht der kleine Finger zum hohen A und der Zeigefinger greift das F. Dieses F steht in Klammern, weil das ein bisschen schwierig ist. Also das könnt ihr auch erstmal weglassen einfach, aber schöner klingt es natürlich mit F. Also wenn ihr das übt, dann übt ihr C und G. Und dann rutscht er mit dem vierten Finger zum A und der Zeigefinger greift das F. Das kann man ein bisschen üben. Und wer aber noch Schwierigkeiten mit der anderen Technik hat, der lässt das erstmal weg und rutscht einfach nur so von C, G, einfach nur mit dem vierten Finger zum A und lässt den Basston weg. Zweiter Takt, hohes F mit der D-Seite. Dann wieder diesen Spreizgriff C, G, dann wieder C mit der E-Seite, D mit dem F, tiefes G mit der H-Seite und C. Ja, diese Griffe müssen erstmal sitzen. Wir haben die schon trainiert im letzten Videoclip Nummer 169. Also diese Spreizungen zwischen dem dritten und vierten Finger. Es gibt einige Schüler, denen fällt das immer noch so schwer, trotzdem sie das ganz viel üben. Die dürfen dann auch den zweiten und dritten Finger benutzen. Das geht automatisch besser. Aber man sollte auch diese Spreizung zwischen dem dritten und vierten Finger gut trainieren. Irgendwann klappt das. Also bleibt dran. Und wenn ihr jetzt unbedingt dieses Lied spielen wollt und es noch nicht so klappt, dann darf man natürlich auch mal andere Finger nehmen. Aber für die Zukunft ist es besser, ihr könnt auch das. Ne? Ja, also diese zwei Griffe, C, G und G, D, das muss sitzen. Das ist Voraussetzung, damit ihr das spielen könnt. Ja, also übt erstmal einzeln, ohne diese nachschlagende Mittelstimme. Und wenn ihr das dann gut könnt, dann nehmt ihr einfach diesen Zeigefinger mit. Ich hoffe, ihr denkt immer noch dran, dass der nicht anlegt, sondern nur die Seite wird nur gezupft, ohne die darüber liegende Seite zu berühren nach dem Anschlag. Das ist wichtig, weil ein angelegter Ton klingt immer kräftiger als ein gezupfter Ton. Und das soll ja nur eine Begleitstimme sein, dieses G immer dazwischen. Das macht ja das Lied dann erstmal interessant, wenn man das allein spielt, als Solo-Stück.
Ja, und jetzt spiele ich mal ganz langsam nochmal diese Doppelgriffe, also dieses Zweistimmige mit dieser nachschlagenden Mittelstimme zum Verfolgen. Ich sage immer dazu, was ich gerade mache und nenne zuerst immer den hohen Ton und dann vielleicht könnt ihr dann schon mitspielen, wenn ihr das ein bisschen trainiert habt. Also ich zähle vier vor und dann geht's los. Eins, zwei, drei, vier. C, 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 E. Jetzt sage ich doch die Tiefe zuerst. C, E, G, D, G, D, C, C. Ja, übt das erstmal in einem so langsamen Tempo, sodass ihr euch sicher fühlt und immer vorausschauen könnt, was als nächstes kommt. Denn ihr müsst aufpassen in der rechten Hand, welche ihr anschlagt und natürlich auch in der linken Hand, dass ihr die Saiten trefft, die ihr drücken müsst. Und das fällt vielen erstmal schwer, das zu koordinieren und dann immer mit dem Zeigefinger noch das G zu treffen. Das muss man ein bisschen trainieren und ja, und wem das immer noch schwer fällt mit dieser nachschlagenden Mittelstimme, trainiert wirklich erst einmal nur die Melodietöne und dann funktioniert das. Also nicht aufgeben, ihr schafft das. Gut, ja, ich hoffe, ich konnte euch gute Tipps geben und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!